Ich glaube, so mache ich das einfach, oder? Aber es sieht dann vielleicht zu fensterreich aus. Ah, ich bin so verwirrt. Ich weiß nicht. Ich setze jetzt erstmal Truhen dahin, zum Gucken, wie das so aussieht. Und anders überlegen kann man es sicher immer noch. So würde ich das machen. Dann hat man hier auch noch ein bisschen Platz für die Tür, dass es hier nicht zu sehr eingeengt aussieht. Und auch hier das Ganze ähnlich. So, und dann kommt das Ding hier in der Mitte, kommt im Grunde genommen raus. Truhen kommen dann so und so. Ah, jetzt habe ich den ganzen Quatsch hier natürlich noch so Inventar immer. Zack, zack, zack. Okay. Das da weg, das da weg. Alles raus hier, das will ich alles gar nicht. Ach, das da oben hat aber eigentlich so schön meine Wolle hier abgedeckt, ne? Ah. Aber ist jetzt auch egal. Das kriegen wir schon irgendwie wieder neu verkleidet. Das soll nicht das Problem sein, denn der Raum ist jetzt ja sowieso nochmal ein bisschen größer geworden. Und von daher müssten wir vielleicht sowieso in so eine Raumtrennwand da reinziehen oder so, sonst sieht es doch tatsächlich vielleicht komisch aus. Und das wollen wir natürlich überhaupt nicht, dass nachher noch etwas komisch aussieht. Es wäre ja ganz was Neues hier. So, Holzcrafting-Zeug kommt hier rein, das will ich alles gar nicht dabei haben. Steinkraft habe ich eigentlich hier drin, normale Steine brauche ich jetzt gerade auch nicht. Kommen da wieder mit zu. Kies habe ich hier irgendwo. Mein Gott, das muss ich nachher alles umsortieren und mich dann auch noch ewig lange dran gewöhnen, ey. Eieiei. Aber ich glaube, mit diesen Steinstufen habe ich jetzt auch nicht mehr so viel vor, oder? Also, klar, Kirche bauen und so, aber hier am Haus war es das, glaube ich, so gut wie. Okay, das lasse ich gerade erst einmal so. Oh, da ist mir ein bisschen viel drin. Die hier können wir vielleicht gerade abbauen. Und da war auch schon verflucht viel drin. Hey, warte, hast du eine Doppel? Ach, da liegt das andere. Okay, also tapp. Und dann kommen da eben so Einzeltruhen hin. Ach, beziehungsweise ja mein Crafting-Table noch. Hm. Naja, wird schon irgendwie alles laufen hier. Das erstmal gerade wieder loswerden. So, alles, was irgendwie mit Sand zu tun hat. Okay. Da ist ganz viel Essen drin. Essen packe ich jetzt mal gerade da hinten rein. Oder ist hier noch irgendwo was frei? Da ist noch was frei. Ganz viele Gehirne. Lecker. Nein, das ist da unten. Oh, ich komme jetzt schon durcheinander. Das beginnt ja schon echt klasse. So, zap, 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 zap. Okay, noch eine Truhe packe ich jetzt erstmal noch dahin. Kann sein, dass die dann wieder wo irgendwo anders hinkommt. Gerade wegen dem Crafting Table, der da ja irgendwie noch verwaltet werden muss. Den packe ich jetzt vielleicht erst einmal dahin. Kann deine Truhe direkt... Kann ich die auch öffnen? Jo, die kann ich beide öffnen. Oh, warte mal. Oh, ist das neu? Warum kann ich denn jetzt Truhen, die direkt übereinander sind, alle öffnen? Lol. Jetzt mal ohne Scheiß. Ist das neu oder ist das, weil irgendwie eine Truhe leer ist oder so? Das ist neu, oder? Ohne Flachs? Lol, das ist ja cool. Warte mal, und dann gibt's doch nicht nur diese... Ja, warte, ich lege mir mal gerade pennen. Ist schon wieder dunkel draußen. Es gibt ja nicht nur diese... Oh, warte, kommt die hier rein? Ja, ne? Oh, tatsächlich. Ja. Schade. Oh, habe ich die gerade ge-one-hitted und gleichzeitig noch das Ding weggenommen. Egal. Ich hoffe, wir können erfolgreich schlafen. Mal gucken. Hoffentlich. Ja, sieht gut aus. Perfekt. So, was hatte ich vor? Genau, und zwar wollte ich das nicht mehr mit diesen Schildern dann beschriften, so wie hier. Sondern ich wollte eigentlich ganz gerne so ein Porträt daneben machen, wo man dann sowas reinhängen kann. Aber ich weiß leider gerade nicht mehr, wie man diese Porträts macht. Das ist ein bisschen schade. Das müsste ich erst nochmal nachgucken. Aber das, finde ich, ist an sich eine gute Idee. Wisst ihr, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, hier ist Sand drin... Dann würde ich jetzt zum Beispiel meinetwegen immer grundsätzlich links davon oder hier auf der Seite mal links und auf der anderen immer rechts oder sowas. Dann ein Porträt von Sand eben hinmachen. Aber wenn das jetzt so auch geht, das bringt das ja auf ein ganz anderes Level quasi. Da können wir viel mehr Truhen hier hinbauen. Dann habe ich hier auch gar nicht die Probleme mit den Fenstern. Warte, dann kann ich hier sogar doch diese Leuchtedinger in die Ecke bauen und sowas. Meine Güte, das ist ja... Oder gibt es jetzt irgendwelche Bedingungen, die ich gerade vergessen habe, unter denen das jetzt nur geht und dann bei der nächsten Aufnahme geht es wieder nicht mehr oder sowas? Das wäre jetzt ja so wieder total, wäre wieder so total ich einfach, total Dost-LP, ne? Genau. Ihr versteht schon.
Also, das hier geht. Ging das schon immer? Nein, das ging nicht immer. Wenn eine Truhe irgendwo war und da was Festes drüber war, dann ging das nicht. Warte mal, die Truhe kann ich jetzt aber nicht aufmachen. Genau. Ach, weil das ein fester Block ist. Ich dachte, das hier countet auch als fester Block quasi. Aber anscheinend nicht. Das ist ja echt chillig. Lol, das habe ich aber auch so noch nie gesehen. Ah, ich Minecraft-Noob, ey, ist echt schlimm mit mir, ne? Müsste wahrscheinlich, also manche denken sich jetzt auch bestimmt, wie, das wusste der nicht? Oh mein Gott, warum gucke ich dem überhaupt zu? Der hat überhaupt keine Ahnung. Ja, und ich kann es auch verstehen, wenn das einige sagen, aber ich spiele Minecraft nun mal eben nur so ein bisschen zum Spaß, spiele nie großartig auf Servern, spiele auch nicht den ganzen Tag und Nacht immer Minecraft PvP und habe daher nun mal nicht so die Ahnung von allem hier. Es ist ja auch ein Let's Play. Ein Let Us Play. Ich kann euch was zeigen, ihr könnt mir was zeigen. Ist ja nicht so, als wäre ich, als müsste ich hier der Oberprofessor sein, der sich perfekt auskennt. So, aber diese Lampen, die finde ich sowas von awesome. Und das sind auch noch meine eigenen Entwicklungen hier. Meine eigenen Erfindungen. Da bin ich ja richtig, da bin ich tatsächlich mal stolz drauf, ja. So, hier, die finde ich nämlich echt geil. Ja, die finde ich echt super. Okay. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, wir müssen natürlich gucken, wie wir die Fenster machen. Wenn ich die Fenster tatsächlich so jetzt baue, ich nehme die Fackeln einmal gerade wieder weg, dann denke ich, sieht das von außen komisch aus, wenn da nur ein Block zwischen ist. Deshalb würde ich sie wahrscheinlich dann so machen, die Fenster. Man muss ja bedenken, außen ist ja einmal der Block und dann kommt noch das Eckteil. Das sieht da wahrscheinlich besser aus, würde ich sagen. In der Mitte sind dann drei Blöcke dazwischen. Andersrum ragt das dann hier so ein bisschen schon in die Lampe rein, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Okay. So, und jetzt ist die Frage, wie wir das mit unseren Truhen machen. Nach wie vor ist das die Frage. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal mehr Möglichkeiten. Hier natürlich auch wieder das Problem, in Anführungsstrichen, mit den Fenstern. Ich guck mal gerade, müssen dann jetzt zwei Fenster pro Seite hin? Also im Moment ist sowieso der Balkon hier irgendwie noch so ein bisschen versetzt. Das wird natürlich auch noch repariert. Das mache ich wahrscheinlich sogar am besten jetzt, bevor ich die Truhen darin einräume. Sonst räume ich das nachher wieder tausendmal um. Ich packe mal gerade meinen Koffer mit einmal keinen Faden, einmal kein Gemälde. Ich packe das jetzt einfach so irgendwo hier rein. Ist jetzt gerade ganz egal. Ich will nämlich gerade einfach nur weiter umbauen. So, und jetzt kommt das Ding erstmal weg. Das werde ich wahrscheinlich ja komplett abreißen müssen, wenn das hier so weit rüber versetzt wird. Ist aber kein Problem, das können wir schnell wieder aufbauen. Und auch hier ist die Frage, bauen wir das wieder so auf, wie es war, oder variieren wir da irgendwas? Ich finde es ja an sich gar nicht schlecht, diese Wendeltreppe, oder was heißt Wendeltreppe? Ist ja eine Kurve ist da drin. An sich finde ich es aber gut, die ist vielleicht ein bisschen dick und breit und so, aber... Ich denke, das geht schon, ja doch. Soll wohl schon laufen. Okay. So, dann gehen wir mal am besten hier gerade hier drinnen rein. Also da unten rein und oben wieder raus. Und nein, wir wollen natürlich nicht runterfallen einfach nur, sondern eigentlich von hier aus. Na komm schon, na komm schon, na komm schon. Unsere, na komm. Verarsch mich nicht. Unsere Terrasse anfangen hier, unseren Balkon, wie auch immer. Also so ist das Fundament das Mindeste, was ich jetzt gebaut habe. Und entweder mache ich jetzt hier so ganz stumpf eine Treppe hier an der Seite runter, also eine Leiter hier runter oder so. Oder mache halt eine Treppe, die dann irgendwie, keine Ahnung, hier runter geht oder da runter geht. Ist mir ziemlich egal, ich würde eher nach hier, weil man öfter mal zur Burg hinläuft, als nach da irgendwo. Und wenn ich jetzt sage, diese Treppe soll nicht nur einen Block breit sein, weil das ein bisschen mager aussehe. Wobei, ich kann es ja erstmal bauen. Wir können es ja erstmal bauen und erstmal gucken, ja. Es wäre im Grunde genommen ja so und so und dann noch so und das Beet müssen wir natürlich auch neu machen. Also da käme halt noch so eine Platte hin, so im Grunde genommen und dann, nein, auch so nicht, sondern so und so. Und das hier finde ich eigentlich ein bisschen mager an diesem Riesenhaus, wenn man es jetzt so nennen will. Und daher könnte man auch eine Doppeltreppe machen. Problem bei der Doppeltreppe wiederum. Also erstmal zieht sich das Ganze halt einen Block weiter. Das sieht man jetzt hier sehr schön, weil eben da keine Treppe hin kann, sondern da kommt das hin. Entsprechend passt das hier nicht mehr, also muss es so sein. Und dadurch ist jetzt ein weiter nach vorne auch gekommen.
Aber eine Doppeltreppe ist irgendwie blöd hier, finde ich, weil alles entweder 1 oder 3 ist. Außer der Weg da, aber das können wir auch noch anpassen. Und wenn ich dann noch einen dritten Block breit mache, dann sind wir eigentlich wieder bei der Größe von vorher. Und haben auch nichts gekonnt. Aber ob das jetzt unbedingt so schlimm ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es ja auch gar nicht schlimm. Und ich finde es eigentlich nicht schlecht, dass man hier so eine Art Überdachung hat quasi. Das, weiß ich nicht, ist Geschmackssache. So, und dann darf das ja eigentlich gar nicht so tief laufen, sondern die Platten müssen schon hier sein, sonst sieht das komisch aus. Genau, und dadurch, dass das ganze Ding jetzt 3 Blöcke breit ist, um hier diese Querkurve anzufangen, die dann hier runter geht, müssen es so ja auch 3 Blöcke sein. Dadurch wird die ganze Brücke einfach, die ganze Treppe einfach durch jeden Block, den man sie breiter macht, gleich um so ein Vielfaches größer. So, das hier kommt alles weg. Das können wir ja alles wieder hinsetzen. Nos problemos. So. Gut. Ja, sieht halt im Grunde genommen so aus wie vorher, ne? Ist halt irgendwie ein bisschen versetzt und so. Aber was soll's. Dann so vielleicht noch. Und dann hier meinetwegen auch so noch. Und dann da meinetwegen hier so ganz Blöcke hin, dass es da unten ein bisschen Fundament hat. Tja, gerade mal hier. Kopfkratzen. Finde ich das jetzt so toll? Relativ, ne? Also ich sag mal, es geht schon. Ich kann damit leben, was ganz schön ist. Ich kann hier wieder einen Block weiter zurück. Das heißt, ich kann den Weg hierher ziehen. Kann den da vielleicht nachher einen Block weiter wegmachen oder so. Dann haben wir die sogar genau passen. Haben wir hier so ein schönes Plus, so eine Pluskreuzung. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Erde, nein, das ist keine Erde, da ist Erde. Erde dann einmal hier wieder hin. So, und auch das hier kann dann eben weg. Mit Erde aufgefüllt werden. Oh, perfekt. Jo, das hier können wir eigentlich sogar so lassen. Ich hole mal gerade ein bisschen Erde. Was halt nicht schlecht. Wo ist Erde? Da, irgendwo ist Erde. Die haben wir zum Glück nicht ganz so weit weggepackt. Was jetzt ganz gut noch wäre, ist natürlich so eine Art Geländer oder sowas. Oder wollen wir es doch tatsächlich in die andere Richtung auch so machen? Hier fängt natürlich der erste Baum schon an. Wäre ein bisschen kritisch alles. Aber den könnte man jetzt nur auch wegnehmen oder so. Hier irgendwie ein bisschen variieren. Aber eigentlich finde ich es gar nicht schlecht. Eigentlich finde ich es voll okay. Also um jetzt mal gerade so ein bisschen mir selbst zu schmeicheln vielleicht auch. Ich finde es eigentlich ist es echt vollkommen okay. So, und wenn ich da jetzt natürlich irgendein Geländer dran mache, dann sieht es halt wieder optisch gleich eine ganze Ecke anders aus. Die Frage ist ja auch, was für ein Geländer. Warte, ich hole mal gerade noch mehr Zäune. Müssten da sein. Mache ich nur so ein kleines Geländer. Das heißt im Grunde genommen, wenn ich hier rauskomme, dann geht es tatsächlich nur straight so und dann ja. Und dann kann man hier trotzdem runterfallen, wenn man will. Warte mal, wie sieht das denn von unten aus? Sieht ein bisschen mager aus, ne? Sieht nicht wirklich sicherheitsbietend aus, wenn ich jetzt das nach dahin erweite. Erstmal sieht es hier ein bisschen komisch aus, dass es hier so halb übersteht, aber ich glaube, das sähe so besser aus. Nein, steht hier so halb über. Das sieht ganz schrecklich aus. Hoppala. Ich könnte natürlich jetzt da noch einen ganzen Block hin machen. Einmal gerade das ausprobieren. Ich habe irgendwas weggeworfen. Hab's wieder eingesammelt. Nein. Das mag ich auch nicht. Also im Grunde genommen so und dann sieht das ganz mager aus und von daher habe ich hier keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr hier Ideen habt für irgendeine Art Geländer. Ich weiß nämlich gerade keins und will jetzt gerade lieber irgendwas anderes machen, als mich um dieses Geländer zu kümmern. Auf jeden Fall sehen wir jetzt, wo die Treppe hier herläuft. Ich denke mal, für die Fenster hier oben wird das nicht wirklich ein Problem ergeben. Ich werde jetzt erstmal gerade so ein paar Fensterarten reinsetzen und mal von außen gucken, wie es aussieht. Auch von innen vielleicht gucken, wie wir damit am besten arbeiten können. Wo ist mein Farmingzeug hier? Erst einmal gerade wegtun. Also, ach, jetzt sind hier ja schon Truhen. Machen wir es vielleicht auf dieser Seite. Ne, hier ist die Treppe. Beginnt ja schon direkt gut, ey. Also, gucken wir anders. Wie viele Blöcke haben wir hier theoretisch Platz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da auf keinen Fall Fenster. Das heißt, man könnte da Fenster hinmachen und da Fenster hin machen. Auf einen Block Breite setze ich das einmal gerade hin. Einmal kurz schlafen gehen, sonst werden wir gleich böse überrascht.
Wobei, ihr wollt wahrscheinlich mal wieder ein bisschen Kampfszenen sehen, aber im Moment, nee, tut mir leid. Jetzt wird gerade erstmal eine Runde am Häuschen gebaut. Also, gucken wir uns das Späßchen mal von außen an. Und die Frage ist ja auch, sollen die vielleicht auch mal so welche Fenster sein? Oder wirklich auch immer diese drei breit und zwei hoch, immer das gleiche? Also, die Fenster sehen von außen halt ein bisschen komisch aus, finde ich. Und es ist auch ein bisschen viel Fenster, wenn man sich das jetzt so vorstellt, da noch einen Block höher und dann da käme ja nochmal das gleiche quasi hin. Es ist schon arg viel Fenster.